Herzlich willkommen bei Masters of the Dice. Wir sind im RPG Day Monat August. RPG Day 2022. Das neunte Mal findet der RPG Day statt. Wer wissen möchte, was der RPG Day ist, was es damit auf sich hat, dem bitte ich oder empfehle ich das separate Video, was ich dazu gemacht habe. Da ist ausführlich erklärt, worum es sich handelt. Wir haben hier bei Masters of the Dice während des Monats August, während des RPG Day Monats, jeden Tag eine Frage, ein Thema, was wir behandeln, und immer habe ich jemanden zu Gast. Heute wieder einmal, ich freue mich sehr, dass ich die liebreizende Jasmin begrüßen darf. Hey, hi. Jasmin, du bist ja sehr bekannt in der Rollenspielszene, sogar weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer einen Menschen, der dich nicht kennt oder kennen könnte, der heute zuschaut. Willst du ein paar Worte zu dir selber verlieren? Außer, dass du HSV-Fan bist, das darf ich ja weit vorab verraten. Das darfst du vorab verraten. Ich podcaste über Dinge, über Fußball, bei Frauen reden über Fußball, aber deswegen bin ich nicht hier, sondern auch über Nerdtum bei Nerd ist ihr Hobby. Und ich war mal Redakteurin für das Schwarze Auge, für Vampire die Maskerade und eine Reihe anderer Spiele. Hab an Rollenspielbüchern schon so ziemlich alles gemacht, was man tun kann. Vom Konzept bis zum Versand. Und genau, entsprechend bin ich ein Szenemensch, würde ich sagen. Ja, also du kennst dich sehr gut aus von A bis Z, das heißt die komplette Produktionsschiene bei einem Rollenspielverlag, bei der Produktion eines Rollenspiels kennst du sehr gut. Mittlerweile bist du ja auch noch, was so etwas sensiblere Themen angeht, die ja seit einigen Jahren glücklicherweise en vogue sind, auch ganz aktiv, ne? Ja, genau. Ich habe auch Sensitivity, Reading und Diversity koordiniert für Ulysses-Spiele und bin ab und an auch noch, freischaffend als Sensitivity-Readerin tätig, wenn es sich mal anbietet, genau wie ich halt auch noch ab und an als Autorin auftrete. Ich habe das deshalb erwähnt oder gefragt, nicht nur, weil es eben eine deiner Betätigungen ist und im Laufe der Zeit jetzt ja auch ein immer wichtigeres Element bei den Rollenspielen ist, sondern weil ich auch glaube, dass die heutige Frage, die wir haben, auch diesen Aspekt mit berücksichtigen, oder wo wir, dass wir diesen Aspekt mit einfließen lassen können, Sensitivity bzw. Diversity. Dazu kommen wir ja gleich später, wenn wir erstmal verraten, was denn die Frage heute ist. Nämlich, wo würdest du ein erstes Spiel oder ein erstes Rollenspiel veranstalten? Und ich glaube, liebe Jasmin, vor dem Wo gibt es vielleicht auch noch andere Fragen zu betrachten. Oder was meinst du? Genau, die Umstände, nämlich in denen das stattfindet. Wer in der Runde dabei sein soll und wie gut man sich kennt, weil da kommt halt, ich würde sagen, die Sensitivity mit rein im Sinne von sich bewusst sein über die Bedürfnisse von anderen Menschen und eventuell halt auch Sicherheitsbedürfnisse, die von den eigenen abweichen. Und das heißt, ja, natürlich ist es kann sehr cool sein, Leute sich nach Hause einzuladen, aber wenn da zum Beispiel jetzt eine Frau alleine zu einer Gruppe fremder Männer in ein abgelegenes Haus im Wald fährt, das kann schon ein bisschen Unwohlsein hervorrufen. Also ich sage nicht, dass es irgendwie, es gibt einen speziellen Ort, der perfekt ist, um das erste Rollenspiel zu veranstalten, sondern es sollte ein Ort sein, wo sich alle hinreichend wohlfühlen, um zu spielen und sich auch im Spiel kennenzulernen, weil die erste Runde, die man spielt, ist ja in der Regel halt auch eine, bei der man eben das gegenseitige Spiel kennenlernt und sich als Menschen auch kennenlernt. Und dann sollte es halt ein Raum sein, bei dem man auch die Option hat, wenn es halt nicht so gut miteinander läuft, sich nicht unwohl zu fühlen. Also es das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt aufstehen und den Raum verlassen muss. Hoffentlich wird die erste Spielrunde besser laufen, aber einfach, dass die Option bestünde, kann schon zu einer großen Beruhigung führen. Genau, man darf eben nicht vergessen, dass es ja nicht nur um das Spiel als solches geht, dass man das Spiel kennenlernt, sondern bei einem Rollenspiel ist es anders als bei einem Brettspiel, wenn ich das jetzt mal so einfach formulieren darf, es spielt ja noch viel, viel mehr eine Rolle, ne? Fließen viel mehr Faktoren rein, und da ist, glaube ich, wie du ja angesprochen hast, sehr wichtig, erstmal die Zusammensetzung der Gruppe zu sehen. Es kann natürlich sein, dass das erste Spiel ist mit meinen Buddies, mit denen ich mich schon seit 20 Jahren auskenne, die meine Bude kennen, dann brauche ich mir wahrscheinlich weniger Gedanken machen, dann ist die Frage schnell beantwortet. Aber es kann ja auch eine Situation gehen, dass sich über, zum Beispiel über online, man hat sich kennengelernt oder wie auch immer, spontan sitzt man da in einem Rollenspielladen, hat sich da kennengelernt, verabredet sich, man kennt sich noch nicht so gut. Und da ist eben einiges
vorherzulagern. Was würdest du denn empfehlen, wie man da ein gewisses Fingerspitzengefühl empfiehlt, um erstmal zu checken, oder welche Fragen sollte man stellen, oder vielleicht muss man die auch nicht direkt stellen, die Fragen, also welche Aspekte müsste man berücksichtigen, dass es so komfortabel wie möglich für alle Beteiligten ist? Ja, insgesamt die Bedürfnisse abchecken. Also, wenn man die Leute noch nicht in Persona gesehen hat oder es nicht weiß, ist vielleicht Zugang zu Räumen hilfreich zu wissen. Also, können alle Leute hinkommen oder sitzt eine Person im Rollstuhl oder hat Probleme, Treppen zu steigen oder wird irgendwie vom flackernden Licht in dem Raum überfordert? Das sind ja alles Bedingungen. Oder ist eine Person, die irgendwie schlecht hört dabei und muss entsprechend eine bestimmte Raumlautstärke oder Beleuchtung oder sowas haben. Das sind halt erstmal so einfach diese Accessibility-Bedingungen und dann halt schon einfach den, ja, dass sich die Leute sicher fühlen können. Ich glaube, man merkt das halt auch im Gespräch, was man da anbieten kann und eben ja halt Bereitschaft für Fragen zu haben und eben auch ja zu sehen, wie gut kennt ihr euch, könnt ihr alle hier hinkommen und dergleichen. Ich würde halt auch nicht notwendigerweise jeden öffentlichen Raum empfehlen, weil Rollenspiel kann ja auch ein bisschen was Verletzliches haben, wenn man sich da in so eine Rolle reinbegibt und das spielt Richtig. und dann sitzt man da gefühlt vor einem Publikum in einem Rollenspielladen. Das kann sich halt auch wieder unangenehm anfühlen. Also ich muss sagen, ich meine, ich spiele schon sehr lange. Also ich hätte es, könnte es natürlich zwar auch in einem Rollenspielladen spielen, gar kein Problem. Aber ich glaube, weil in so einem Laden ist ja immer seinen separaten Raum, ist ja auch immer irgendwie eine Störung der Immersion gegeben. Da kommt der rein, der stellt eine Frage und. Also in den meisten Läden ist es ja so, die haben ja nicht zig Räume. Das sind ja erstens so kleinere Läden. Heutzutage ist Miete teuer. Da würde ich mich jetzt nicht so wohlfühlen, aber nicht, weil mir jetzt irgendwie Unbehagen ist, sondern ich glaube, ich wäre einfach mal abgelenkt. Ne? Ich könnte mich gar nicht so richtig hingeben. Also ist ein wichtiger Punkt. Also nicht nur wegen der Accessibility, sondern auch, wie schaffe ich einen möglichst angenehmen oder einen Raum, der Immersion ermöglicht. Ne? Ja, die meisten Runden habe ich tatsächlich halt bei, zu Hause bei Menschen gespielt, so die meisten ersten oder auf Conventions, wo dann in der Convention-Runde sich die Situation ergeben hat, okay, stellt sich raus, wir viben so miteinander, dass wir weiterspielen wollen und tauschen Adressen aus, denn war es sozusagen, hat sich rückwirkend herausgestellt, das ist die erste Runde von einer Gruppe, die länger miteinander spielen will und nicht eine, ja, halt nicht einfach ein One-Shot, der dann vergangen ist und entsprechend, ja, Cons und zu Hause war schon das meiste. Ich würde halt einfach, was man halt auch bei Dating und so machen kann, halt eben so ein, vielleicht erstmal sich treffen auf einem neutralen Grund, so, hey, wir machen eine Session Zero im Ja, Restaurant oder genau. wir machen einen Spaziergang und unterhalten uns dabei darüber, was wir für Charakter haben, dass man einfach die Person schon mal sieht, bevor man committet, zu jemandem nach Hause zu gehen. Und es ist auch okay, sich für eine erste Spielrunde covern zu lassen, im Sinne von, man erzählt seinen Freunden, zu welcher Adresse man fährt und wer da halt ist, damit halt sollte irgendwas passieren. Was unwahrscheinlich ist, aber einfach, dass man Leute hat. Und man kann auch sagen, wir, hey Freundin, ruf mich doch einfach in der Stunde mal an. Und wenn die Spielrunde richtig cringe ist und ich da raus will, sage ich, es war voll wichtig, ich muss gerade abhauen. Und wenn sie gut ist, sage ich halt einfach, hey cool, ich spiele gerade Rollenspiel, alles gut. Und dann hat man halt eben diesen Ausweg und kann halt mit einer Person, eine Person weiß, wo man ist. Das gibt dann einfach Sicherheitsgefühl. Ja. Weil auch wenn 100 Rollenspielrunden immer gut gehen, genau wie auch 100 G Dates immer gut gehen, wenn man halt einmal in die schlimme Situation kommt, wo es einem wirklich unangenehm ist, dann kann das ein Sicherheitsgefühl geben. Das ist doch nicht unbedingt so mal böse zu dem Gastgeber oder Gastgeberin gegenüber gemeint, sondern weil man sich nicht kennt, ist es eigentlich ganz normal, ne, dieses Gefühl, ne? Und daher, ich meine, du hast ja viel mehr Convention-Erfahrung als ich. Würdest du ein erstes Mal, ein erstes Spiel auf einer Convention, naja, ich will nicht sagen empfehlen, aber wie meinst du, das ist eigentlich der richtige Raum? Ich meine, andererseits heißt es ja, naja, man geht doch auf Convention, damit man eben neue Leute zum einen, aber auch neue Spiele mal ausprobieren kann. Kann das Ambiente bei Conventions ist ja auch teilweise unterschiedlich, vielleicht ja, ernüchternd sein? Eventuell ja. Also, man kann halt Glück und Pech haben bei Conventions, wenn die Runde zufällig zusammengestellt wird. Also, man hat halt nicht kein Casting. Oft ist es ja so, ne? Genau, die Leute tragen sich in Liste ein. Dann sitzt man mit Genau. den Leuten am Tisch und manchmal sind das ganz wunderbare Leute und manchmal merkt man, wir haben einfach nicht dieselbe Ebene miteinander. Genau. Und beide, also ich.
Generell würde ich sagen, Conventions sind eigentlich eine gute, niedrigschwellige Art, mal eine Runde reinzustecken, weil reinzuschnuppern, weil man eben nicht diese Notwendigkeit hat, wir müssen einen Ort finden, wir müssen. Das fühlt sich wie ein Commitment an, Leute wollen eine Kampagne starten und ich gehe damit rein und Session Zero und Charaktererschaffung und dann merke ich, okay, ich fühle es nicht. Und da kann man, das ist eine Convention, so One-Shot-mäßig ist ein guter Start, aber halt all das, was ich vorher genannt habe, Accessibility, Bedürfnisse von Hast du ja nicht. marginalisierten Menschen, das ist genau, das sind halt auch Faktoren, die auf einer Convention einem begegnen können. Also, ich denke, wenn der Mensch, der da hingeht, dem muss es irgendwie klar sein. Also, vielleicht sollte man die Erwartungen an eine Convention, also an eine Runde in einer Convention, nicht so hoch sein, weil eben auch eine Reihe von Dingen, die du gerade angesprochen hast, die wichtig sein können für bestimmte Menschen, nicht erfüllt oder nicht in einem besonderen Maße erfüllt werden können. Wenn man damit leben kann und dann nicht gleich frustriert ist und sagt, ah, ist ja alles Mist mit dem Rollenspiel, gucke ich mir nie wieder an, Riesenenttäuschung, sondern eben auch eine niedrige Erwartungshaltung hat, dann ist ja okay. Andererseits, wenn es halt jemanden gibt, der dann eine hohe Erwartung hat an sein erstes Mal, an sein erstes Spiel, dann sollte sich vielleicht ein vertrautes Umfeld oder zumindest ein Umfeld, das Vertrauen gibt, so um es besser formuliert, suchen. Genau, und wenn es das vertraute Umfeld ist, das eine Person braucht, dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass sie Leute zu sich einladen sollte, wenn das eben das Umfeld hergibt. Ja. Okay, wollen wir vielleicht noch abschließend trotzdem folgende Frage beim Wo? Also wir haben jetzt so viele Faktoren besprochen, die wichtig sein können oder wichtig sind für ein Wo. Jetzt, wenn du dir aussuchen könntest, jetzt vom Coolness-Faktor her jetzt, ne? Wo, in welcher Art von Raum, Ort würdest du es eigentlich abgefahren oder cool finden, ein erstes Spiel zu veranstalten? Ein System nach deiner Wahl oder dein Preferred-System? Ja, ich möchte einen Raum mit bequemen Stühlen, aber nicht ein Sofa, wo die Leute sich hinflezen. Also einfach einen Raum der Konzentration ermöglicht, der einen Tisch hat, auf dem man genug Platz hat, alles auszulegen und eine vernünftige Beleuchtung. Viel mehr brauche ich nicht. Es soll halt eine gute Akustik ist mir lieb. Aber ja, ich brauche fürs Rollenspiel keinen fancy Raum und ich brauche auch keine große Dekoration, sondern eben. Ja, einfach ein guter Tisch mit guten Stühlen und halt Akustik und Beleuchtung reicht eigentlich für mich, um da zu starten. Eventuell halt einen Raum, durch den nicht ständig Leute laufen, aber. Ja, das wäre gut. Also, er muss nicht abgeschlossen sein, ne, mit so Panzertüren, aber eben, wo es kein so Durchlaufraum ist oder so, ne, wie in Berliner Altbauten zum Beispiel. Kein Genau. Durchgangszimmer. Ja, vielen Dank, liebe Jasmin. Also, wir haben jetzt einige Ideen bzw. Anregungen, Elemente, Aspekte besprochen, die für das erste Spiel wichtig sind, die wir glauben, die wichtig sind. Das muss nicht abschließend sein. Wir haben jetzt keinen Anspruch auf Exklusivität und auf Endgültigkeit. Deshalb interessiert uns natürlich auch, was ihr zu sagen habt, liebe Community. Was ist für euch wichtig, wenn ihr ein erstes Spiel konzipiert, sucht oder selber gestalten wollt? Und vielleicht habt ihr auch Bedürfnisse, wo ihr meint, wie müsste der Raum sein? Jasmin meinte, Akustik ist wichtig, Beleuchtung ist wichtig, Tisch, aber der Rest muss nicht sein. Aber vielleicht gibt es Menschen, die sagen, es muss einfach die Gruft sein, sonst fühle ich mich nicht wohl. Kann ja sein. Die Menschen sind zum Glück unterschiedlich. Das interessiert uns, schreibt es uns in die Kommentare. Darauf sind wir gespannt. Und wir freuen uns, euch bei einem unserer nächsten Sendungen zum RPG Day, weil so viel kann ich verraten. Jasmin wird noch im Laufe des Monats August noch einmal oder vielleicht sogar zweimal hier auftauchen. Ich freue mich schon drauf. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir für heute den vierten Tag des August des RPG Day Zeit genommen hast. Sehr gerne. Also bis dann, bis zum nächsten Mal, liebe Community. Tschüss.